Wie die Partizipation Jugendlicher mit Hilfe digitaler Medien auf kommunaler Ebene konkret funktionieren kann, zeigt die Webvideoreihe von Jugend beteiligen jetzt. In mehreren Folgen kommen Fachkräfte zu Wort, um mit ihnen zentrale Probleme und Stolpersteine in digitalen Jugendbeteiligungsprozessen aus dem Weg zu räumen. Heute? Was passiert mit den Ideen und Forderungen der Jugendlichen in Beteiligungsprozessen? Unsere Fachleute der digitalen Jugendbeteiligung erklären Ihnen, was wichtig ist. Über das Ausrufezeichen rechts oben in der Ecke gelangen Sie direkt zur Auswahl der Fragen dieser Folge. Über die Playlist rechts neben diesem Video gelangen Sie direkt zu den einzelnen Fragen dieser Folge. Das ist Eva Shepherd. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin mit dem Schwerpunkt Digitale Beteiligung beim Nexus-Institut für Kooperationsmanagement und interdisziplinäre Forschung. Eva berät Jugendorganisationen und Kommunen bei der Planung und Durchführung von digitalen Beteiligungsprojekten. Sie hatte einige Jahre die Koordination und die Begleitung der Jugendbeteiligungsplattform ypart.eu inne und ist nun verantwortlich für die Betreuung der europaweiten Jugendbeteiligungsplattform opin.me. Sie begleitet die digitalen Jugendbeteiligungsprozesse auf den Plattformen, gibt Schulungen und ist in Forschungsprojekten zum Thema digitale Jugendbeteiligung involviert. Ihre Empfehlung für die digitale Jugendbeteiligung? Eva findet es wichtig, das Projekt gut und breit zu bewerben. Man muss gut überlegen, wie man Leute auf das Projekt aufmerksam machen kann, viel aktivieren und die Werbetrommel rühren. Was für Eva gar nicht geht, ist ein Projekt einem Durchführenden zu geben, der sich nicht für Jugendbeteiligung interessiert, dem Digitalen kritisch gegenübersteht oder den Belangen der Jugendlichen nicht zugewandt ist. Das ist Theresa von Jan. Sie ist Amtsjugendpflegerin im Amt Grabow. Aktuell begleitet Theresa Actionbound-Projekte in Grabow. Sie hat schon viele spannende Prozesse begleitet, auch in vorherigen Jobs, zum Beispiel den Aufbau des Jugendparlaments in Leipzig, die Spielplatzplanung in Schwerin und hier im Amt Grabow die Jugendinitiative Wir bewegen was. Ihre Empfehlung für die digitale Jugendbeteiligung? Digital geht nur mit analog. Was für Theresa gar nicht geht, ob digital oder analog, es gilt keine Alibi-Beteiligung.